So, hallo, wir machen weiter. Bei, warum spiele ich immer Hex, der Name ich nicht aus? Xalabayas Adventure oder Uma Aventura Xalabayas. Das letzte Mal haben wir die Welt abgeschlossen, in der man offensichtlich die verschiedenen... Ich kann nichts drücken. Jetzt. In der... Ich glaube das ja. In die Welt abgeschlossen, in der man... Genau. Die Welt da, in der die verschiedenen Level sind. Also die verschiedenen Level, wo... Die verschiedenen Spiele-Level. Ihr wisst, was ich sagen will. Und haben dann festgestellt... Achso, jetzt habe ich meine... Leben verwurzelt. Wartet mal kurz, kann ich laden? Ah, dann habe ich meine 25 Leben noch. Dann machen wir das über den State. Und sind jedenfalls in dieser Welt hier gelandet, die offensichtlich jetzt immer so das Innere eines Computers zeigt. So ein bisschen fabrikmäßig angehaucht. Also es ist eher innerhalb eines Computers, aber so rein vom... Es könnte auch eine Art Fabriklevel sein, dass hier irgendwie so eine Walze ist und keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall interessant mit dem Ding da unten. Das hat was. Das scheint uns jetzt die ganze Zeit hier zu begleiten. Was immer es ist. Sein UFO im Computer. Nein, keine Ahnung. Dann brauche ich da ja gar nicht hoch zu denen. Dann kann ich ja hier auch... Oh, der hüpft aber links dann da drauf rum. Aber dann wird der hier auch wieder... Okay, also die Gegner agieren damit genauso. Aber das finde ich cool. Sowas gab es eigentlich noch nie. Und das ist jetzt natürlich... auch wenn ich mich gleich ärgere, wenn ich sterben soll... When I talk, then I die, würde die GR jetzt sagen. Wow, also auf das, also diese Ankündigung. Ich, ja, das war schlau. Ich bin ja begeistert von mir. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist an sich ja ein schönes Scrolling-Level von der Idee her. Hier versteht man auch, warum es scrollt. Ne? Dieses Ding da unten fährt irgendwie mit und wir müssen mitfahren und keine Ahnung. Aber trotzdem muss man dann halt alles nochmal machen, wenn man stirbt. Und deswegen wollte ich gerade sagen, deswegen werde ich mich aufregen, wenn ich sterben sollte, weil ich kann da nicht schneller durch. Das ist ja nur mein Scrolling-Level, wo man nicht plötzlich schneller wird. Und genau in dem Moment erwischt mich das Ding vor dem Power-Up. Also das ist... Also dazu fällt mir dann halt auch nichts mehr ein. So, diesmal nehme ich es aber gleich mit. So. Vor allem, ich habe ihn ja sogar eigentlich erwischt und trotzdem hat er mich. Mi. Wie auch immer. So, diesmal haben wir ein Power-Up und können also einmal getroffen werden. Die einzige Art und Weise jetzt zu sterben, sodass wir sofort tot sind, wäre runterfallen. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht auch wieder dabei schwöre. Irgendwie, das wird blöd. Sogar sehr blöd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dafür fallen die runter. Das ist auch in Ordnung. So. Ja. Ah, okay, wir sind aber am Ende. Richtig am Ende sogar, okay. Gut, ich soll das nicht vorspielen, habt ihr gesagt. Dann spule ich es jetzt nicht mehr vor. So viel Zeit muss sein. So. Burned Capacitor. Wie hieß das Level überhaupt? Inside the... Achso. Okay. Irgendwas ist verbrannt. Irgendwas mit Kapazität. Habt ihr auch gerade so diesen... Durch die Farbgebung von den Rohren habe ich so diesen Eindruck, dass es immer so ein bisschen mehr ranzoomt. Dabei tut es das gar nicht. Es wirkt nur so. Es wirkt so, als würde es immer wieder ein bisschen ranzoomen, das Bild. Als würde man immer... Das ist ja eine krasse optische Täuschung. Okay, da gibt es wieder Yoshi-Coins. Das ist ja eine krasse optische Täuschung, ne? Dadurch, dass die das so verzerren, also nicht verzerren, sondern dass die das von der Farbgebung her, dass das so hin und her geht. Dadurch wirkt es echt so, als würde das irgendwie gesucht werden. Ich muss es wissen, ob mich der Rand tötet. Nein, okay, das ist nur... Aber das, da würde mich jetzt zum Beispiel, das würde mich verletzen. Oh, ich kann da... Okay, ein Teil ist durchlässig, ein Teil nicht. Das ist schon wieder ganz komisch. Was soll das darstellen? Irgendwas im Computer wahrscheinlich wieder.
So, aber wie gesagt, wichtig ist, der Rand kann mir nicht wehtun, obwohl das halt so aussieht, als würde es. Aber kann's nicht. Gut zu wissen. Yo, 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 yo. Der war aber auch besonders scharf jetzt auf mich, der Rugbyball. Also gibt's auch einen Yoshi-Coin oder? Ja, Tatsache. Nummer 3. Okay. Nummer 4 ist hier auch schon. Das ist ein kurzes Level. Oder der Stern kommt einfach sehr bald. Beides ist möglich. Und ja, das ist vielleicht doch kein Benzinkanister. Das ist wohl wahr. Kann ich da runter? Oha, ich hatte gerade... Oh mein Gott, jetzt muss ich aber gucken. Da will ich nicht hin. Ich will hier gar nicht... Oh. Da war der Panikmodus aktiv und der hat mich dann leider gekillt. Das war ja... Wait, jetzt komme ich da gar nicht. Moment mal. Wie komme ich denn ohne Feder hier hin? Ist das irgendwo auch wieder durchlässig oder so? Nein. Aber darunter kann ich... Ich muss mit Pilz in das Level. Hier kriege ich nicht gleich einen Pilz am Anfang, ne? Ich wollte ein Level haben, wo ich einen Pilz gleich am Anfang kriege. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Aber wo kriege ich einen Pilz gleich am Anfang? Ja, hier sterbe ich. Kriege ich hier einen Pilz am Anfang? Ja, da kriege ich einen Power-Up am Anfang. So. Dann kriege ich hier meine Feder. Aber ohne die Feder kommt ja die Yoshi-Coin ja gar nicht schon ran. Der Shadow. Oh, da hätte ich mich fast wieder selbst verarscht. Ja, das ist ja doof. Wie soll man denn da sonst hinkommen? Wenn man die Feder nicht hat. Ja gut, halt, wenn man die Feder hat. Ne? Okay, jetzt haben wir mal wieder ein paar Münzen. Und sonst die leben auch weiterhin. Gut, sonst sind was? Keine Ahnung. Dup, 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 dup. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendeinen Satz. Auf jeden Fall wollte ich nicht das sagen, was ich gesagt habe, weil das ergibt gar keinen Sinn, was ich gesagt habe. Wow, 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 Kollege. Lass mich in Ruhe. Okay. Ah! Gut, wir haben noch alles und wir wollen nicht darunter, haben wir festgestellt. Hätten wir das gewusst, wäre nie was passiert. So, eine Yoshi-Coin fehlt noch. Das ist erstmal der Midway Point. Da ist sie. Wie kommt. Muss ich jetzt. Achso. Oh Gott. Okay, okay, okay. Gut, dann haben wir die. Jetzt brauchen wir den Stern. Okay, da oben ist nichts. Okay, das Ding fährt jetzt da hoch. Da ist mein Stern. Bonusspiel oder? Nein, okay. Wenn, dann wäre es eh nur dieses komische. Was ich schade finde. Ich dachte, es gibt dann verschiedene so Bonussachen bei dem Stern, aber es ist nur dieses komische, wo man diesen Pfad entlang laufen muss und kaum geht man ein bisschen an den Rand und wird man plötzlich wieder raus teleportiert. Das war komisch. So. Dann geht's jetzt hier zum Paper Recycle. Und wir müssen jetzt aber nochmal durchspielen ohne Yoshi Coins. Das geht jetzt also richtig fix. Wenn man den richtigen Weg geht. Wir sind schon gleich bei Midway. Also die Level sind wirklich enorm kurz, wenn man den Weg kennt. Das ist schon erstaunlich. Wie lang etwas wirken kann, und dann ist es das gar nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte abkürzen, aber ich habe keine Möglichkeit. Ich muss mit dem Ding fahren.
Es ist viel zu riskant, da jetzt irgendwie. Ja, gut, so kann ich es machen. So. Oh no. Oh nein! Wie blöd kann man denn. Entschuldigung, dass ihr das gerade miterleben musstet. Ich nehme an, ihr habt jetzt ein Trauma für den Rest eures Lebens. Es tut mir leid. Das ist das Risiko, wenn ihr mir zuschaut beim Spielen. Also wie blöd war das denn gerade? Aber wirklich, also das war ja... Das war ja fernab von Gut und Böse. Meine Herren. Vor allem, ich hätte halt einfach, ja. Ich hätte halt hier einfach nochmal ein Power-Up bekommen. Ich hätte halt einfach nur... Egal. Wie auch immer. Ich dachte halt, da kommt jetzt gleich das Ziel, weil sonst kam nach dem Dings auch immer das Ziel. Aber hier geht es nochmal doch ein ganzes Stück weit. Ja, okay. Da ist das Ziel. Uff. So, wo geht's jetzt hin? Wir wissen es ja nicht, denn die Karte ist ja keine Karte in dem Sinne, dass man die Wege sieht. Sondern es geht einfach irgendwo hin. Oh doch, man sieht einen Weg sogar. Zum Canon Printer. Also, wir haben jetzt die Auswahl Canon Printer oder das Papierding da unten. Wir machen erstmal den Drucker. Alter. Hintergrund, lol, das ist ja, das ist 100. Ist das Custom? Das, klar, ist es Custom, aber ist es Custom von denen? Oder gab es schon eine Art Canon Printer Level? Da hat er jetzt die Grafiken hergenommen. Ich meine, die Musik ist schon mal Undertale und das liebe ich ja jetzt schon. Interessant. Was in dem Drucker alles so los ist, ne? Oh, da wird ein Daumen hoch ausgedruckt. Yoshi-Coin scheint es nicht zu geben, das ist schon mal gut. Alter. Okay, aber mit Waypoint gibt es, das ist auch gut. Yo! No, ich komm nicht hoch! Nicht nochmal so ein Fail wie gerade. Oh boy. Was ist passiert? Alter. Mist. Ah, der hat mich da reingeschubst. Der hat mich da einfach ganz frech reingeschubst. So einer ist das. So, das nehmen wir mit. Und der kann jetzt eigentlich... Der kann mich doch ganz schön weit zurückstupsen. Wow, okay, auch selbst wenn ich klein bin. Ich dachte, ich kann mich vielleicht ducken oder... Okay, vorsichtig. So, und sein Level geschafft. Nice. Automatisch zum Paper Recycle. Na, dann passt die Geschichte ja. Das heißt, das wäre eine Abkürzung gewesen, aber wir wollen ja sowieso alle Exits. Yo, das sind einfach mal Papierviecher. Ah, das sind diese Kristalldinger, ne? Die sonst manchmal als diese Kristalldinger verwendet werden. Ja, egal. Oh, da, was ist... Hier ist der Stern. Das heißt, wenn ich jetzt alle Yoshi-Coins habe, muss ich zurückgehen.
Da mache ich so einen schönen Skillsprung und dann kommt da der Gelbe und macht alles kaputt. Ups. Unfassbar. Ah, ich will da, mit dem Ding will ich da eigentlich... Jetzt habe ich es verstanden. Ich will da gar keinen Shelljump machen. Ich habe schon gewundert. Ich will da mit der Kugel hoch. Es ist voll komisch, die Hitbox einzuschätzen. Ich meine, es sind ja einfach nur Koopas. Aber dadurch, dass die so papiertechnisch mäßig aussehen, kann ich die Hitbox nicht vernünftig ein. Okay, jetzt rollen wir das ganz langsam. Dass wir da auch hochkommen diesmal. Kann ich das auch so machen wie bei Yoshi's Island? Wenn der in der Ecke ist vor allem. Ja, aber es ist ziemlich schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das funktioniert überhaupt nicht. Jetzt rollt er wieder in die falsche Richtung. Nein. Komm da raus. Ich brauche nur eine Lücke, dass ich rein kann. Nein, jetzt rollt er wieder zurück. So, und jetzt nochmal. So, und jetzt nochmal. So, jetzt kann ich aber rein. Yes. Oh Gott, das war ja... Nein! Jetzt ist er unten. Jetzt komme ich auch... Wait, da komme ich doch auch so hoch. Oh, das ist wieder da. Aber da komme ich doch auch so hoch, oder? Ist das keine? Das ist doch... Hä? Also ihn nicht komplett runterrollen lassen. Soweit ist okay. Das nächste ist auch noch okay. Und dann noch nicht auf die Yoshi-Coin rollen lassen. Sondern von hier da drauf. Mann, Mann, Mann. Tschüss. Wow, der kommt runter. Ah, klar, ist ein gelber. Die lasse ich jetzt da liegen. Ich habe eine Shell dabei. Das ist alles besser. Ah, ich brauche das für die Tür. Aber wir machen jetzt ja erstmal... Ach, hier ist auch nochmal eine. Wir machen jetzt ja erstmal den normalen... Was heißt den normalen? Den Special-Ding hier. Oh, da gibt es jetzt tatsächlich was Neues. Gerade habe ich es noch gesagt. Ja. Ich brauche jetzt halt was anderes als eine... Hä? Ach so. Das, ich dachte, das ist jetzt ein Bosskampf. Nein, es geht einfach weiter. Hey, ich kann da unten stehen. Ich dachte, da bin ich tot. Sag mir aber nicht, dass ich einfach hier... Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wenn da jetzt keine Wand kommt, die mich aufhält. Ich meine, es ist eine unsichtbare Wand. Wahrscheinlich kann ich auf der Pflanze draufstehen, kann das sein. Dann ist es kein Bosskampf. Aber ich muss auf der Pflanze stehen können. Ja. Ich dachte, die. Okay, ich dachte, das tötet mich. Ja, das tötet. Oh nein, jetzt muss ich die Dinger nochmal sammeln, ne? Weil das kein Midway Point ist. Oh no. Aber dann brauche ich doch gar nicht die Kugel, um da hochzukommen. Dann kann ich doch einfach den Weg hier gehen. Und dann von oben runter. Wait. Ah, ich kann die trotzdem einsammeln. Oh nein! Komme ich eben nicht? Komm, gib mir mal deine... Shell. Gib mir deine Shell. Oh wait. Jetzt muss ich den wegrollen. Dass die Shell davon nicht erwischt wird. Und dann muss ich hier einen schönen Shell-Jump machen. Okay. 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 Wir machen es aber trotzdem mit einem Shell-Jump und nicht mit der Kugel. Weil das geht halt mit einem Shell-Jump. Ich muss es nur am Anfang machen. Es ist einfach, aber es ist nicht einfacher, aber es ist mir lieber, als die Kugel da mitzunehmen. Die Kugel regt mich auf. So, komm mit.
Ich habe genug Leben, um das immer wieder zu probieren. Vor allem meistens geht es ja gar nicht so schief, dass ich dabei sterbe. Das ist ja nur dann der Fall, wenn ich es danach nochmal versaue. Mach ich! Zum Beispiel da. Mann, ich habe doch vorhin so einen schönen Shelljump hingekriegt. Dankeschön. Dann hatte mich ja der Gelbe gekillt. Das war auch blöd. Aber jetzt passiert es nicht mehr. Jetzt ist alles cool. So, das war's. Damit haben wir alle. Und jetzt kann auch nichts mehr schief gehen. Jetzt geht's nur noch in den Stern. Dann muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Aber wenn ich hier dran denke, was halt passieren kann, dann kann das auch nicht mehr passieren. Aber jetzt ist das hier auch nicht mehr gefährlich. Und das war's. Fuck. Wait, aber wenn... ist die Wand hier so, dass ich eine Shell dagegen kicken kann? Ja, aber die ist jetzt weg. Schade. Komm ich so hoch? Nein. Ach. Kann ich da wenigstens hoch? Ja. Ich kann abkürzen. Das ist doch schon mal was. Oh mein Gott. Ich dachte, da ist das Ende. Deswegen bin ich schon gesprungen. Aber da war noch nicht das Ende. Wow. Sondern erst hier hinten ist das Ende. Ja. Oh, das ist der rote Schalter. Alles klar. Red blocks activated with more 3. You will have the power to repair what was once destroyed. 2 haben wir schon. 3 fehlen noch. So, 2 fehlen noch. So. Jetzt brauche ich aber die Kugel. Aber die hintere. Und zwar die... Wait, nee, die nicht. Ich brauche die von oben. Ich muss doch... Oh, ich muss da hoch wieder. Geht mir die Shell. Also hole ich mir wieder deine Shell. Versuche wieder deinen Shell-Jump. Dankeschön. Immerhin klappt das meistens. Oh, hell, hell. Da wollte ich das hinschicken. What, die... Ich dachte, die haben sich gegenseitig gekillt. Ich habe gedacht, die kommt nicht mehr... Oh, wieso bin ich denn dumm? Kam einfach zurück. So eine freche Nuss. Ja, so habe ich gedacht, ist das vorhin passiert, aber es ist nicht passiert. Sondern die hat die mitgenommen, während die noch unten war. Mann, Mann, Mann. So, zack. Zack. Nicht in die Ecke, nicht in die Ecke. Ich muss dich sonst wieder... Okay, so kann ich dich rausholen. Jetzt einfach in die Tür. Aber muss ich da auch wieder über irgendwelche Sachen laufen? Okay. Oh, das geht nach oben, oder was? Okay. Mist. Oh boy. Muss ich abschätzen, wo ich springen kann? Also genau ersichtlich ist es nicht, wo man hier steht und wo nicht. Es scheint relativ passend... Was? Bis darüber? Geht das? Puh. Aber gut so. Jetzt muss ich das wieder machen. Zum Glück eine Shell in der Hand. Das heißt, der Cooper da interessiert mich nicht. Ah! Ich dachte gerade schon, ich mache richtig Mist. Okay, und hier hoch. Midway Point. Level ist noch nicht geschafft, okay. Das ist mal ein langes Level. Okay, hi. Wait, wait, wait. Yes. Yes. Mond. Will ich da runter? Kann ich da? Ich kann da runter. Der Mond war ziemlich gratis jetzt. Oh,
Oh, ich muss dahin wieder eine Kugel rollen, ja. Ich habe die Kugel auch schon gesehen. Okay, also muss... Nein! Also muss ich die Kugel von hier nehmen? Da runterrollen. Ja gut, das ist jetzt nicht das Problem. Moment. Jetzt bin ich an... Geht es, wenn ich die besonders schnell dahin rolle? Oder? Also muss ich dann irgendwie hier und dann... Zack! Ja, irgendwie so nicht. Vielleicht noch schneller. Alter, geh weg. Ja, anders kann es ja nicht gehen. Also dann, oh, jetzt kommt der erstmal da runter. Verzieh dich. Wiedersehen. So. Der nächste Doofkopf. Nein, ich gehe gleich von der anderen Seite hin. So. Jetzt kann ich die dahin rollen. Nicht zu weit. Nicht, dass ich die offscreene jetzt. Okay. Und jetzt gebe ich einfach Gas. Yes. Hä? Ja, oder so. Oder so. Das geht natürlich auch. Ne? Manchmal sind die Dinge so einfach, man macht sie sich so schwer. So, bleib da jetzt. Oh, die Tür ist ein Exit. Auch interessant. Uff. Okay. Reicht dann auch. Für den Part. Ich denke, wir haben genug erlebt. Nächstes Mal, Mamma Mia Prozessor. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.